Die Albert-Will-Realschule in Winnenden bei Stuttgart. Am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr begann hier der Polizei zufolge der Amoklauf. Der 17-jährige mutmaßliche Täter, ein ehemaliger Schüler, soll demnach während des Unterrichts gezielt in zwei Klassenräume eingedrungen sein und dann offenbar wahllos um sich geschossen haben. Nach Polizeiangaben vom Mittag kamen dabei mindestens 11 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen offenbar Schüler. Außerdem wurden demnach mehrere Personen verletzt. Der Täter konnte fliehen, wurde aber bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Die Schule sei evakuiert worden, Schüler und Lehrer würden von Ärzten, Psychologen und anderen Hilfskräften betreut.